So, grüß euch! Ja, ich darf euch heute wieder was Neues vorstellen, und zwar meine neue Holzknecht HS77. Ja, wir gehen da jetzt in so kurz als möglich einmal auf die ganze Technik ein, in der ganzen Seilwinde, dass ihr das Ganze einmal ein bisschen im Detail gesehen habt. Ja, was zeichnet die HS77 aus, oder was waren meine Beweggründe, dass ich Seilwinde umtauscht habe? In erster Linie einmal Klappschild. Das werde ich euch in den nächsten Videos immer wieder zeigen, wo die Vorteile von einem Klappschild liegen. Man kriegt diese Winde mit oder ohne Klappschild. Und das Allerwichtigste war mir eigentlich die Proportionalbremse. Dann, was haben wir noch? Wir haben einmal das Markanteste an der HS77 ist einmal die Proportionalbremse. Also Funk ist wieder von Autec. Da haben wir eben eine Proportionalbremse drauf. Was ist eine Proportionalbremse? Man kann unter Last die Bremse vorsichtig langsam lösen. Also ganz vorsichtig und langsam kann man eben die Bremsen aufmachen. Werde ich auch im Detail in die zukünftigen Videos darauf eingehen, ist eine super Sache bei Problembaumfehlungen oder im Allgemeinen ist eben da einfach der größte Vorteil, wenn man das Seil, wenn es unter Last steht und wenn man dann das Seil löst, dann wird es immer ruckartig locker und unter Umständen hat man dann oft sogar einen Seilsalat auf der Trommel und dem kann man da entgegenwirken, weil man da die Bremsen eben langsam und gezielt lösen kann. Ja, so, jetzt gehen wir da mal auf die Technik an sich ein. Es sind schon sehr viele technische Raffinessen verbaut. Eben die Zylinder sind schenkelgeschützt verbaut, wie man da sagt. Das ist alles sehr massiv ausgeführt, aber trotzdem sehr leicht. Die ganze Winde wiegt nur 540 Kilo. HS77 bedeutet 7,7 Tonnen Zugleistung. Sie zirkt aber etwas mehr, weil sie eine stärkere Kupplung verbaut hat. Also die HS77, das ist einfach die Produktbezeichnung von dieser Winde, zirkt aber jede etwas mehr, weil sie eben eine stärkere Kupplung verbaut hat. Also 7,7 ist Werksangabe, hat aber mehr Zugleistung als 7,7. Da sieht man noch die Stülpenschütter dazu. Da sieht man es. Obere Seillage 5,5 Tonnen, untere Seillage 7,7 Tonnen. Es sind 100 Meter 12 mm Seil drauf. Da ist im Eigengewicht 540 Kilo. Da hat es noch kleine Staufächer links und rechts, wo man Ketten oder irgendwas rein tun kann. Da ist eine Lochleiste, da kann man eine Umlenkrolle befestigen oder ein Zugmaul. Da sind noch Kettenfallen, dass man halt da die Jokerketten einhängen kann, genauso wie da herum sind Abstellvorrichtungen oder zum Aufhänger von die Ketten. Da kann man einfach die Joker von der Kinsche einhängen und da daneben einen Haken aufhängen. Eben alles schon wirklich sehr perfekt gemacht. Also Sappi-Halterung, Motorsagen-Halterung. Und jetzt zeige ich euch einmal das Innere von der Winde, dass ihr mal ein bisschen eine Vorstellung habt. Das ist schon sehr, sehr professionell, was da alles gemacht ist. Wir haben da wieder eine gerade verbaute Seiltrommel, wie man sagt. Das Ganze ist noch keine Getriebewinde, es ist eine Kettengetriebewinde, also eine Kettenwinde. Wir haben unten ein Winkelgetriebe verbaut, das was die Drehrichtung von der Gelenkwelle umkehrt und dann geht es auf eine Duplexkette auf die Seiltrommel. Was sind da jetzt die markanten Sachen? Über die Scheinbremsen, das ist einmal die Seileinlaufbremse. Dann haben wir da ganz normal die Bandbremse, die wo es in diesem Fall bei dieser Seilwinde proportional zum Öffnen geht, also langsam mit Funk zum Öffnen geht. Dann haben wir einen hydraulischen Seilausstoß und der wiederum hat auch schon die Technik der großen Profiwinden verbaut. Wir haben den Seilausstoß bei dieser Winde bereits hydraulisch vorgespannt. Das heißt, wir haben nicht nur eine normale Federvorspannung, wie es zum Beispiel nur bei der
850er, 750er oder 650er ist, sondern da schon bereits mit den Hydraulikzylinder vorgespannt. Wir haben eine Seilanpressrolle haben wir da bereits auch schon verbaut. Was auch noch ein großer Unterschied ist zur HS 850 zum Beispiel oder 750, sie hat eine etwas breitere Seiltrommel. Dann hat sie eben noch die Seilanpressrolle, die hat die 850 auch noch nicht. Dann eben die hydraulische Vorspannung auf dem Seilausstoß und eben die Proportionalbremsen. Das heißt, wir haben in dieser Seilwende bereits die gesamte Profitechnik verbaut, wie bei den großen Getriebeseilwänden, in einer Kettenwende. So muss man das sagen. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Es ist eine leichte Profiwende oder eine Semi-Profiwende, kann man sagen, mit der gesamten Technik einer professionellen Getriebeseilwende. Mit der Spulvorrichtung, Anpressrolle, breitere Seiltrommel, dann eben hydraulische Vorspannung beim Seilausstoß, Seileinlaufbremse. Ja, es ist alles sehr, sehr professionell gebaut und verbaut. Und eben das Klappschild, es hat einfach riesige Vorteile. Man hat einfach wesentlich mehr Bodenfreiheit, man tut sich beim Rücken wesentlich leichter. Das werde ich euch alles in Zukunft nur zeigen, wo da die großen Vorteile liegen. Die richtigen Getriebeseilwanden gängen dann bei Holzknecht los bei der Serie 400, also 408, 409, 411, 412. Das sind die reinen, echten Getriebeseilwanden. Was ist eine echte Getriebeseilwande? Wir haben keine Ketten mehr irgendwo verbaut. Wir haben nur Zahnräder. Selbst die Hydraulikpumpe ist aufgeflanscht und läuft über Zahnräder mit. Bei der Kettenwende läuft eben das jetzt genauso, wie ich es vorher erklärt habe. Wir haben im unteren Bereich ein Winkelgetriebe, was dann die Drehrichtung umdreht. Also wir fahren mit der Gelenkwand gerade rein, dann haben wir ein Winkelgetriebe und dann fahren wir mit der Tuppikette auf die Seiltrommel, die was aber schon bereits in Fortrichtung verbaut ist. Kippstopp ist auch wieder serienmäßig im Autec Profifunkanlag. Ja, so hat es eigentlich alles drauf, was man irgendwie gerade so einbauen kann in so eine Seilwand. Was mir immer sehr gut gefällt bei den Holzknechtwänden, was meiner Meinung nach einfach auch bei professionellen Seilwänden so sein sollte, sie haben sehr große, glatte, hohe Schilder. Ja, so die Preise zu solchen Seilwänden und so am besten selber bei euch einen Händler vor Ort nachfragen. Bei mir da in Braunau-Umgebung ist die Firma Mauch zuständig für Holzknecht-Seilwanden. Die hat dann die Vertretung über und eben in Bongau dran haben sie, also in Salzburg dran haben sie auch noch eine Filiale. Also da ist auf alle Fälle mal der Mauch zuständig. Ansonsten müsst ihr einfach bei euch in der Gegend schauen, wie eine Holzknecht-Vertretung hat und da müsst ihr euch auch die aktuellen Preise einholen, wem sowas auch interessieren würde. Ja, eben wie gesagt, Einsatzvideos folgen. Und dann hoffe ich mal, das Video hat euch wieder gefallen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und pfiat euch!